Wunderbar. Ja, herzlichen Dank, dass Sie alle gekommen sind hier auf dem Triaterra-Hof heute zu unserem Hoffest, Erdbeerfest und offene Gärten. Und unser Hauptattraktion heute, der Franz-Peter Mau, Urgestein der EM-Welt in Deutschland, der die ganzen Bücher von Higa ins Deutsche übersetzt hat, der das EM-Journal jahrzehntelang rausgebracht hat und der den EM-Verein ins Rollen gebracht hat und immer noch in Sachen EM unterwegs ist, und zwar weltweit. Und er wird uns heute Neuigkeiten auch aus der ganzen Welt berichten, was denn sonst so noch in der Welt mit EM los ist und wie weit die da schon in der Anwendung sind. Ich will jetzt eigentlich nur diesen Einsatz sagen, um EM zu erklären. Es ist eine Mischung von gesunden Mikroorganismen direkt aus der Natur. Also nicht einzelne, sondern eine Mischung, die so genial gefunden wurde von diesem japanischen Professor, dass er peu à peu alle Bereiche, die die Natur umfasst, und das ist die ganze Welt, das sind wir, das ist das Wasser, die Luft, der Boden, die Pflanzen, überall sind diese Mikroorganismen zu Hause und können etwas Gesundes, Wertvolles bewirken. Ganz simpel und einfach gesagt. Das ist das, womit wir uns beschäftigen. Und das ist die Basis von allem, was es an sonstigen komplizierten Sachen gibt. Diese Mikroorganismen. Das ist nichts Künstliches, zusammengesetzt oder gar gemacht, sondern etwas, was dieser japanische Professor Higa gefunden hat, weil er nach einer natürlichen Lösung für die Landwirtschaft eigentlich gesucht hat. EMs gibt es in Europa seit 1995. Da war Professor Higa das erste Mal hier. Das sind also jetzt zwischen 25 und 30 Jahre, also eine ganz schön lange Zeit. Und EM wird, die EM-Technologie, nenne ich es mal, alles, was mit EM zu tun hat, wird überall eingesetzt. Es gibt keinen Bereich, fällt mir jedenfalls nicht ein, wo nicht irgendwo EM eingesetzt wird. Natürlich, wie Marco richtig am Anfang gesagt hat, viel zu wenig. Wir nutzen es zu Hause zu wenig, die Landwirtschaft zu wenig und so weiter und so weiter. Aber wir haben Gewässersanierung, wir haben Zahnärzte, Zahntechniker, Ärzte, Heilpraktiker, die EM nutzen mit großem Erfolg. Es gibt wunderbare Produkte für den Menschen selber. Wir haben selbstverständlich Gärtner, Landwirtschaft und so weiter, bis hin zu industriellem Einsatz oder beim Bauen. Es gibt in anderen Ländern, bei uns weniger, aber hier zum Teil auch, wo der Beton mit EM gemacht wird und dadurch fester und gesunder wird und so weiter und so weiter. Also alle Bereiche gibt es eigentlich. Und deswegen war für mich die Frage, ja, was ist denn jetzt? Was soll ich jetzt bringen, was noch neu ist? Neuer als das, was wir alle schon, viele von Ihnen kennen das EM-Journal, da ist ja über viele Jahre oder wird immer noch berichtet, was es alles so auf der Welt gibt. Wer Englisch kann, findet natürlich im Internet auch viel, auch auf Deutsch findet man einiges. Ich will noch einmal daran erinnern, was unsere Mikroorganismen und damit, weil die die Basis sind, diese ganze EM-Technologie an Wesensmerkmalen hat. Was können die? Und da ist als erstes die Mikroorganismen selber, die als lebendige Wesen arbeiten, etwas fressen und was ausscheiden, und beides ist wichtig, denn wenn sie etwas verarbeiten, dann erzeugen sie gleichzeitig was anderes, was beispielsweise, was hier sich jetzt anbietet, über Pflanzen zu reden, die so fein ist, dass die Pflanzen das sofort mit der Wurzel aufnehmen können. Das sind eben Enzyme, Vitamine und so weiter. Und alles das, was sie erzeugen, wirkt antioxidativ. Klar, kennen wir. Rost heißt ja nur Sauerstoff, der sehr aggressiv ist und sich mit was anderem verbindet. Viele von uns wissen, diese Prozesse des Rostens gibt es auch im Körper, in den Gelenken und so weiter, wo wir Probleme kriegen. Das gibt es eigentlich überall in der Natur,
weil unsere Welt eben eine Sauerstoffwelt ist und Sauerstoff ganz schnell sich mit anderen Stoffen verbindet. Und die Mikroorganismen können das verhindern. Haben Sie beispielsweise rostige Gartengeräte, bleiben wir beim Garten, und stellen die einfach in EM eine Weile, ein paar Tage, besser noch ein paar Wochen, und Sie holen die raus, ist der Rost weg, brauchen Sie bloß mit dem Lappen abwischen, dann ist es fast blank wieder. Und das Gute ist, es rostet auch nicht so schnell wieder. Und das kann man mit Messern machen, kann mit allem Möglichen machen. Also eine wunderbare Methode, wo man gleich sehen kann, was können diese Mikroorganismen. Und das ist enorm. Und Sie werden, ich werde Ihnen noch was sagen, was immer viele schon wissen. Messer. Haben Sie ein gutes Messer, was rostig ist, was vielleicht im Garten verloren ist? Es darf kein billiges Blech sein. Es muss schon einigermaßen gutes Metall sein. Und Sie legen das ein, dann geht nicht nur Rost weg, sondern das wird wieder scharf. Und zwar nicht, weil Sie es geschärft haben, sondern die Mikroorganismen machen die Klinge wieder scharf. Also tolle Ergebnisse, die man finden kann. Okay, ich verliere mich leicht. Unterbrechen Sie mich, wenn ich zu langweilig werde. Ja? Der zweite Punkt ist die Deionisation. Das ist ähnlich wie das Oxidieren. Das heißt, etwas klebt an was anderem. Das einfachste Beispiel, praktisch kann jeder was damit anfangen, habe ich eine Scheibe und mache die sauber mit irgendeinem chemischen Mittel, was man immer so schön sieht, jeder sprüht da irgendwas dran und reibt das wieder trocken oder so, dann ist das ionisiert. Das heißt, der Staub kann ganz schnell da wieder drankommen und bleibt da kleben. Deionisation ist genau das Gegenteil. Das heißt, ich löse Materialien voneinander, die aneinander haften. Und das kann natürlich überall sein. Beim Fenster ist das herrlich, weil die bleiben sehr lange sauber. Also das ist, was Higa selber sagt, als wenn er selber die Scheiben putzen würde zu Hause. Ich glaube es nicht so recht, aber er hat das so geschrieben, dass er sagt, und dann brauche ich ein halbes Jahr die Scheiben nicht mehr zu putzen. Ja, macht wahrscheinlich seine Frau. Jedenfalls ist das so, aber noch viel interessanter ist jetzt wieder in unserem Körper, ist es ja auch so, wenn ich ausleiten will und ich mache, das gibt viele Methoden und so, da hilft EM durch diesen Prozess der Deionisation. Dinge werden wieder gelöst und können dann ausgeleitet, ausgewaschen werden. Also das ist bei allen Prozessen, die bei EM passieren, ist immer Deionisation und auch Antioxidation. Und das dritte ist das wahrscheinlich am schwierigsten zu vermittelnde und zu verstehende, das ist die Schwingungsebene, die wir haben. Eigentlich dürfte es nichts Fremdes sein, aber weil wir es mit unseren Augen nicht sehen können, haben wir da immer Probleme. Wir kennen natürlich Schallwellen, dafür haben wir eben unsere Ohren, aber viele andere können wir nicht so leicht fassen. Aber EM geht auf der Schwingungsebene in Resonanz. Resonanz kennen wir alle von der Musik, dass zwei Töne auf einmal so gut zusammenpassen, dass die zusammenklingen und harmonisch sind. Das kennen wir auf anderen Ebenen auch. Wenn ich neben jemanden sitze und mit dem rede, nach 3 Minuten weiß ich, ob da eine Resonanz ist oder nicht. Also wir wissen viel mehr, aber durch unsere Schulbildung und durch unsere ganze Wissenschaft, brauche ich Ihnen nicht erzählen, ist das schwierig, weil wir da immer von abgebracht werden. Intuition, das gibt es schon gar nicht und kann man nicht messen. Und das ist ja nur eingebildet, solche Resonanzen. Aber nein, bei EM wissen wir es ganz genau, dass da eben Dinge zusammen zum Schwingen gebracht werden, die resonieren, die zusammengehören. In dieser Mischung EM1 oder Triatera EM, das wir hier haben, sind im Prinzip 3 Gruppen von Mikroorganismen, die da reingehören. Das sind Hefen, vor allem Milchsäurebakterien, die sehr stabil und sehr schnell sind, und Photosynthesebakterien. Wenn das jetzt irgendwo ausgebracht wird, ob das in die Luft gesprüht wird oder in Boden eingebracht wird oder egal wo, dann kommen diese 3 Gruppen von Mikroorganismen ja mit anderen, die da schon sind, in Kontakt. Denn es gibt keine einzige Fläche, so winzig sie auch sein mag, auf dieser ganzen Welt, die nicht komplett von Mikroorganismen besiedelt ist. Das heißt, mache ich da irgendwas,
gehen die sofort in Kontakt mit anderen Mikroorganismen. Und das ist das Spannende. Da kommt nämlich die Resonanz ins Spiel. Die resonieren mit denen, die dazugehören, die auch nützlich, gesund, Fruchtbarkeit schaffend, revitalisierend arbeiten. Und davon gibt es ganz viele. Die allermeisten sind gute Mikroorganismen, die wir haben. Wir haben bloß dummerweise eine Zeit lang, heute ist es ein bisschen zurückgedrängt, aber lange Zeit war es doch so, Mikroorganismen waren Keime. Und Keime sind schlimm und deswegen muss ich alles sauber halten und steril und mit Chemie, dass da nichts, was alles Quatsch ist, denn Mikroorganismen sind schneller als jeder Reinigungsprozess. Schwuppdiwupp sind da wieder welche drauf, weil die ja überall in der Luft sind. Problem ist bloß, habe ich mit Chemie irgendwas sauber gemacht, kommen die, die ich da nicht haben will. Nämlich die, die an solche widerlichen chemischen Bedingungen angepasst sind und nicht unsere gesunden Mikroorganismen. Gut. Ich schweife ein wenig ab. Die Schwingung, von der wir bei EM sprechen, das ist etwas, was neuer ist. Obwohl Higa da schon lange drüber spricht, aber es ist auch nicht so leicht zu fassen. Denn er sagt, was EM kann, das ist dreidimensionale Schwingungen erzeugen. Normalerweise haben wir ja zweidimensionale Schwingungen. Alle Schwingungen, die schädlich sind oder die zerstörerisch sind, denn sobald irgendwo eine Kollision ist, sind zerstörerische Wellen, sind immer zweidimensionale Wellen. Gesunde Wellen, die sehen so ähnlich aus wie unsere DNA, nämlich eine Helixform, eine dreidimensionale Schwingung. Und das ist das, was die EMs können. Und das ist was Besonderes, über das ich jetzt im Laufe des Vortrags noch ein bisschen mehr sprechen will, weil das, was ganz Außergewöhnliches ist, nicht außergewöhnlich, was es neu in der Welt ist, aber weil jemand das erkannt hat und wir diese gesunde Schwingung in die Welt bringen können. Das Letzte, und das ist tatsächlich das Neueste, was Higa zunehmend beschrieben und entwickelt hat als Fähigkeiten von EM, das ist Elektronen auszurichten. Gut, wir kennen das von Strom. Das ist ja elektrisch und da sind Elektronen, die durch eine Leitung fließen. Und wir haben auch mal, wer noch im Physikunterricht aufgepasst hat, von Widerständen gehört. Das heißt, Widerstand ist, wenn es nicht so gut dadurch fließt. Jetzt können wir mit EM, oder sagen wir so, EM hat Higa herausgefunden, ist in der Lage, alle Ströme von Elektronen auszurichten, dass sie schneller oder widerstandsloser fließen können. Je besser etwas fließt, desto besser funktioniert es. Nun ist es so, dass wir das nicht nur auf Leitungen, in Leitungen haben, Elektronen, sondern Photosynthese zum Beispiel. Auch da spielt die Übertragung von Elektronen eine große Rolle. Habe ich EM im Boden, kann die Photosynthese besser funktionieren. Das heißt aber auch Blätter sprühen, die ganze Pflanze kann das vertragen, natürlich nicht jetzt in der Sonne. Mikroorganismen mögen diese pralle Sonne nicht. Aber da spielt das eine Rolle, genauso wie im Boden. Auch im Boden sind Elektronen, die eine Rolle spielen bei der Ernährung, wie bei unserer Ernährung ganz genauso. Das heißt, EM, immer wenn wir mit EM arbeiten oder auf diese, in dieser, innerhalb der EM-Technologie, haben wir diese Ausrichtung der Elektronen. Weitere Neuerungen, die auch Marco ziemlich schnell verstanden hat und bei ihm meines Wissens fast die einzige Buchhandlung in Deutschland, wo man dieses wunderbare Buch von diesem französischen Professor kriegen kann. Also genial, dass er, ich weiß selber, ich habe das Buch besprochen im EM-Journal vor ein paar Jahren, weil Higa uns darauf hingewiesen hat, dass es diesen Wissenschaftler Kervran überhaupt gibt. Denn in der Wissenschaftswelt ist er nicht bekannt oder, keine Ahnung, unterdrückt, weiß es nicht. Jedenfalls hat er eben gefunden, dass bei niederen, also normalen Temperaturen in der Natur, wenn Mikroorganismen da sind, dass die in der Lage sind, Elemente umzuwandeln. Das hat er, kleines nettes Beispiel am Anfang, er hat beobachtet, dass Hühner, das wissen wir ja auch alle, Eier legen, und zwar einen ganzen Haufen. Und selbst wenn sie keinen Kalk haben,
Dann hat er sich gefragt, wo kommt der Kalk her? Klar geben wir Hühnern Kalk, aber wenn das mal nicht passiert, irgendwo auf dem Hof, wo kein Kalk ist, ja, wie können die denn den ganzen Kalk für die Eier produzieren? Und da ist er eben mit seinen Forschungen über Jahrzehnte drauf gekommen, dass Mikroorganismen im Boden in der Lage sind, das umzuwandeln aus Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium. Das ist möglich. Und zwar, die Pflanzen sind diejenigen, die den Mikroorganismen signalisieren, wir brauchen jetzt das und das, Magnesium beispielsweise. Dann fangen die an und arbeiten mit dem, was im Boden ist, zum Beispiel mit Natrium und wandeln das um. In dieser Kaskade, das kann man jetzt genauer in den Büchern lesen, was da passiert. Heger hat das aufgenommen, weil er beobachtet hat, dass versalzene Böden mit EM ganz schnell wieder fruchtbar gemacht werden können. Das hat er schon in den Anfang der 90er Jahre in Ägypten, in Wüstengebieten gemacht, wo eben ganz schnell alles versalzt. Und dann haben sie EM zu dem Gießwasser gegeben, das löste sich wieder auf und es wurde fruchtbar. Das war eigentlich der Anfang. Dann die nächste Stufe war bei diesem Tsunami in Japan, wo das Atomkraftwerk da in die Luft gegangen ist, sind ja riesige, auch landwirtschaftliche Flächen überschwemmt worden von Salzwasser. Und da hieß es dann auch, ja, da kann ja nichts mehr wachsen. Aber da waren eben Leute, die schon mit EM gearbeitet haben und das kannten und haben das Gröbste gereinigt und haben dann auf diesen ganzen Schlamm und Dreck, der aus dem Meer gekommen war, wieder EM drauf gesprüht, Reis angebaut und im selben Jahr konnten sie noch herrlichst ernten. Es war also nicht, dass alles kaputt gegangen ist durch Salz, sondern diese Prozesse konnten durch die Mikroorganismen ganz schnell in Gang gesetzt werden und der Boden angereichert. Also so, das war die Idee, die er hat. Und dann hat er das tatsächlich in Japan, das ist glaube ich aus Okinawa, wo er zu Hause ist, also südlich von Japan, eine Insel, die zwischen China oder Korea und Japan liegt, mit einem Düngerstreuer oder mit irgendeinem Gerät sind sie rübergefahren und haben das Salz ausgestreut, nachdem der Boden vorbereitet wurde. Und zwar macht er da zwei Dinge auf einmal. Das erste ist, alle Unkräuter, die da noch im Boden sind, die gehen durch diese heftige Versalzung tatsächlich ein. Aber dann kommt EM dazu, dann sind die abgestorbenen Unkräuter, die im Boden sind, sind dann für die Mikroorganismen schon organisches Material, das die fressen können, plus die Mineralien, die im Salz sind. Und dann kann man anfangen, da wieder normal drauf zu wirtschaften. Wir haben gestern zusammen nochmal darüber überlegt, ob das bei uns überhaupt eine gute Methode wäre. Vielleicht können Sie so billig an Salz kommen, dass das günstiger ist, als anders zu düngen. Es gibt natürlich viele andere Möglichkeiten. Was uns jetzt hieran interessiert, ist diese besondere Fähigkeit der Mikroorganismen, solche Umwandlungen zu schaffen. Und wenn die das da machen, dann kann man sich das angucken und das machen sie auf vielen anderen Gebieten. Auch bei uns im Körper, bei Tieren hat dieser Kervran das erforscht, genauestens. Was geht da rein, was kommt wieder raus und dann nach den Mineralien gemessen und da kam immer wieder raus. Das ist nur verständlich, wenn solche atomaren Umwandlungen überhaupt passieren. Eine der jüngsten Aussagen von Heger fand ich eigentlich ganz schön, wie er das hier geschrieben hat. Er sagt, wir müssen uns vorstellen, wir sind immer in einer Umwelt, die, er nennt das jetzt, Stürme auslöst, weil die in Japan eben, gerade in Okinawa, subtropisches Gebiet, viel Wirbelstürme und Tornados und solche Geschichten haben, die viel Unheil anrichten. Also ist dieses Bild für alles, was schlecht ist, diese Stürme. Und dann sagt er, und da haben wir eben so viele Dinge, die uns belasten. Elektromagnetische Wellen, darüber spricht er oft, wie schädlich die sein können und wie wir eben mit EM helfen können, dies zu vermeiden darum oder zu verändern. Darüber sprechen wir im Laufe des Vortrags noch.
Sie haben es gelesen und der wichtigste Satz ist am Schluss. All diese Stürme, denen können wir entgegentreten mit EM. Es muss nur genug sein. Es muss genug EM-Energie nicht nur von der Menge genug, sondern auch eben in der Fläche. Ich habe gesehen, dass Marco auch schon angefangen hat, das zu machen, was hier ist. Ich habe jetzt einfach der Einfachheit halber nicht mühselig diese Bilder rauskopiert und dasselbe auf Deutsch gemacht. Ich glaube, das kann ich leicht erklären, was er macht. Und das ist etwas, was wir uns auch, wer Lust hat, sowas zu machen, auch selber merken können. Nämlich für den Garten ein Feld, ein Energiefeld, was diese Energie, über die ich gesprochen habe, diese vielen Fähigkeiten, die er eben hat, sozusagen auf eine Fläche begrenzt. Und hier sind jetzt ein Beispiel, wie man das machen kann. Es kommt gleich noch ein anderes, was auch für uns interessant ist, aber hier schreibt er sogar ganz genau, wie man das macht. Also irgendwie noch machen, 50 bis 80 Zentimeter tief, an den vier Ecken des Feldes, je nachdem, das ist jetzt ein ziemlich großes Loch, was er mit diesem Erdbohrer da macht. Wenn ich ein kleineres Feld habe, kann ich es natürlich kleiner machen. Dann reduziere ich das entsprechend, denn nicht jeder hat 200 Meter mal 100 Meter Garten, die er bearbeitet. Und was wird in dieses Loch gepackt? Da hat er also, da in dieses Loch kippt man Charcoal, das ist also Holzkohle oder Pflanzenkohle, dann Salz und Keramikpulver. Das ist in diesen vier Ecken. Und da hat er das genau, wie viel jetzt für diesen großen, das würde man jetzt reduzieren, wenn man ein kleineres Feld, wenn man sagt, ich mache das nur auf einem 10x10 Meter Feld, dann würde man das eben entsprechend reduzieren. Und das kann man sich ungefähr merken. Es ist relativ viel Salz und wenn man das macht, dann wirkt das Ganze quasi wie so eine Art Batterie, die diese EM-Energie in sich trägt. Und wie kriege ich das jetzt umrandet? Das kommt im nächsten Bild. Nämlich, also, ja. Ja, es ist eigentlich ganz normales, günstiges Salz. Es sollte aber ein Salz sein, was nicht behandelt ist. Das Salz, was ich jetzt normalerweise für 99 Cent beim Aldi kaufe, da sind alle Mineralien rausgenommen, weil sie die natürlich für was anderes teuer verkaufen können. Und dann bleibt übrig das reine Natriumchlorid, wo jeder weiß, wenn ich das auf die Zunge tue, habe ich das Gefühl, da ist ein Loch drin in meiner Zunge, weil das so scharf brennt. Nehme ich jetzt dieses EM-Salz, was wir haben, da kann ich eine Handvoll in den Mund nehmen, das kann ich vertragen. Völlig anders, weil da die Mineralien drin sind. Also ich sollte eins nehmen, was nicht dieses raffinierte Salz ist, also irgendein Natursalz. Da ist natürlich Jod mit drin, weil was aus dem Meer kommt, hat Jod, natürliches Jod, aber minimal. Das sind Spurenelemente. Das ist das Besondere. Also ich kann Ihnen einen kleinen Tipp wieder mal so ganz am Rande geben. Wenn Sie eine Erkältung haben oder Sie haben das Gefühl, Sie kriegen eine, fühlen sich so ein bisschen malat und denken, ach du Scheiße, hoffentlich kriege ich morgen nicht eine Erkältung. Was sogar jetzt im Sommer immer mal passieren kann, wenn man Pech hat. Dann nehmen Sie dieses EM-Salz. Ein Löffel, heiß Wasser drauf und trinken das. Dann gehen Sie ins Bett, abends. Higa sagt, dann hat man am nächsten Morgen die Erkältung nämlich nicht. Aber selbst wenn man es zu spät macht und man fühlt sich so malat und man trinkt das, probieren Sie es aus. Es schmeckt nicht wie Salzwasser. Es schmeckt wie eine Gemüsebrühe. Warum? Weil da so viele unterschiedliche Mineralien drin sind. Wenn Sie es trinken, Sie glauben es nicht. Vielleicht machen Sie nachher mal, macht Marco ein Päckchen auf und man probiert das mal aus. Also ich habe es auch nicht geglaubt, denn Salzwasser schmeckt ja grauslich. Das möchte man nicht runterwürgen. Das ist ja auch eher, man trinkt das, damit man brechen kann. Aber dieses, total anders. Also kann ich Ihnen nur empfehlen. Und ein Salz, was auch wieder, weil es mit EM produziert wird oder aufbereitet wird, antioxidativ wirkt. Das heißt, brauche ich keine Angst haben bei dem Salz, dass ich zu viel nehme. Da kann ich auch
ordentlich salzen. Wenn jemand Salz mag als Geschmack, das macht nichts. Das ist eher gesund für den Körper. Das sogar, ich kenne Heilpraktiker, die gesagt haben, sie haben das Gefühl, wenn Leute das regelmäßig nehmen, dass der Blutdruck gepegelt wird, sowohl nach oben als auch nach unten, dass der sich ausgleicht. Ein Aspekt gebe ich jetzt nur mal so weiter, habe ich es nicht probiert, aber na gut, bleiben wir da. Jetzt sind wir wieder bei dem Salz. Also welches Salz? Das war ja jetzt gerade die Frage, da sind wir hier ein bisschen abgekommen. Aber man sieht bei dem oberen Bild, da kippt einer jetzt EM, also 5 Liter, also auf diese große Menge, für so einen großen Platz, 5 Liter EMA rein, auf das Salz. Das wäre zum Beispiel das Triaterra EM. Nicht? Das, was wir hier haben. Ja, ich glaube, hier ist Salz schon drin. Ich würde also das nehmen, da ist das Salz nicht drin, weil wir da ja das Salz haben. Der nächste Schritt ist, wenn ich diese vier Ecken habe, dann habe ich so eine Art Energiebatterie. Sowohl die Kohle, die auch das EM und diese Energie von dem Salz aufnimmt und speichert. Quasi wie eine Batterie. Für einen langen Zeitraum. Das habe ich aber jetzt nur an den Ecken. Um das Feld einzuschließen, wie er das macht mit der Gießkanne, EM und Wasser, und dann gießt er, das ist diese gepunktete Linie unten, einmal richtig fett EM am Rand, dass die sozusagen verbunden sind, diese Punkte. Das ist etwas, was relativ neu ist und wo Higa viel experimentiert in diese Richtung, um eben solche EM-Zonen zu schaffen, wo innerhalb dieser Zone vieles besser wächst, sich besser entwickelt, der Boden lockerer ist und so weiter. Higa geht immer davon aus, dass man das EMA selber vermehrt. Einige von Ihnen werden das kennen. Man kann relativ günstig, wenn man sich einen Fermenter kauft, über 7 Tage mit Melasse sich EMA selber herstellen. EM-aktiv nennen wir das. Dann nimmt man 3% EM1, 3% Melasse und der Rest Wasser. Und dann hat man das selber fermentiert. Aber man braucht eben Energie, man muss das 7 Tage bei ungefähr 35 Grad warm halten. Wer Spaß an sowas hat, es ist eigentlich ganz einfach, man muss sauber arbeiten, mit sauberem Wasser, man kann auch Sachen falsch machen, es kann mal schief gehen, aber in der Regel ist das sehr, sehr schön. Und man hat große Mengen und hat nicht mehr Angst, ich kann da nur so vorsichtig, hat ja so viel Geld gekostet. Nee, dann kostet der Liter eben nur noch 1 Euro und dann sagt man, gib ihm die Kante. So wie Nena, die ich vor vielen Jahren mal interviewen konnte, weil sie auch EM-Nutzerin ist. Und dann habe ich sie gefragt, ja, wie viel nimmst du denn? Weil sie hat erzählt, ja, ich mache den morgens EM in mein Gesicht und so, wenn ich aufgestanden bin. Und hat sie überlegt und dann sagte sie, ich nehme es verschwenderisch. Das kann man natürlich nur, wenn man sich leisten kann. Und deswegen ist das eine Möglichkeit. Wenn man natürlich jetzt so ein Riesenfeld hat, dann braucht man mehr. Habe ich jetzt ein kleines Feld, dann mache ich das mit meinem EM in einem kleineren Aufwand. Man kann es auch so machen, dass man es einmal macht und dann immer mal wieder, um das zu verstärken. Denn bei EM gilt auch, nicht viel hilft viel im Sinne von eine große Menge irgendwo raufkippen, sondern die Häufigkeit. Higa sagt zum Beispiel, wenn ich Blumen gieße, Pflanzen gieße, bei jedem Gießen EM, es muss nicht viel sein, aber EM gibt immer diesen Impuls, nicht nur, dass da ein paar von den Mikroben drin sind, die was machen, sondern vor allem dieser Impuls, Leben, Wachstum, Vitalität, Fruchtbarkeit, alle diese Aspekte sind gefangen in diesem EM. Und deswegen gebe ich immer so einen Schuss, wenn ich in meine Blumen im Haus oder im Garten gieße, kommt immer ein bisschen dazu. Also lieber häufiger. Es gibt auch was, das will ich genauer erklären, aber er hat sich viel in den letzten Jahren mit Quantenphysik beschäftigt, weil vieles von diesen Prozessen, zum Beispiel diese atomare Umwandlung, das ist natürlich kleiner als ein Atom. Da geht es ja um eine Verschiebung von Elektronen,
innerhalb der Atome, da kann man natürlich nicht mit normalen Maßstäben messen. Deswegen hat er sich da mit der Quantenphysik beschäftigt. Und in der Quantenphysik gibt es auch ein bestimmtes System. Ich könnte es nicht erklären, wenn ich müsste, jedenfalls nicht gut. Aber da geht es auf das häufige Überlagern in kleinen Mengen, dass das viel ausmacht. Und das hat er intuitiv früher schon gesagt, aber jetzt eben noch mit dieser Begründung. Selbst in der Quantenphysik gibt es dieses Gesetz, das heißt so und so Gesetz, Müllers Gesetz oder so ähnlich. Und da geht es darum, dass man es immer wieder macht, weil sich dann auch Dinge anders vermischen. Also im Kopf behalten, nicht einmal viel drauf kippen, weil es so gemütlich ist, sondern lieber öfter. Und deswegen wäre das auch eine Idee, dass man sagt, okay, ich mache das mal und habe das Gefühl, Mensch, war noch nicht genug und ich habe jetzt wieder was, dann mache ich das, verstärke ich das nochmal. Okay. Das ist jetzt eine Variation dieser Eckpunkte, nämlich er nimmt Beton und mischt da EM und Kohle rein und hat dann auch diesen Effekt, und zwar permanent, wie in der Keramik, gebrannt. Bloß hier getrocknet, nicht gebrannt. Und das setzt er als Eckstein. Also habe ich das, und das kannst du natürlich nicht nur im Garten machen. Du gräbst das in ein wie hier, dass da oben nur noch so ein bisschen rausguckt. Und dann hast du diese vier Ecken, dann musst du die nur mit EM verbinden, dann hast du dein Feld. Das kann man, das hält natürlich viel länger. Das kann ich auch dann unter Umständen ausgraben, wenn ich umziehen muss und nehme das mit irgendwo anders hin, denn das verbraucht sich ja nicht so. Der Vorteil dabei ist, ich kann das in einem großen Eimer machen. Hier hat das so den Einstand, als wäre das wie so ein kleiner Wassereimer, nicht? 5, 7 Liter oder sowas. Aber ich kann auch so ein kleines Becherchen, Joghurtbecherchen nehmen und das in 4 Joghurtbecher machen und in jede Ecke von meinem Wohnzimmer eins stellen. Und dann habe ich meinen Raum, den ich jetzt plötzlich energetisiere. Und ich wohne in einem EM-Raum. Das kann man, das sollte man sogar, jeden Tag mit seinem EM ein bisschen sprühen und da kann man dann hinten einmal lang gehen und in der Wohnung sowieso. Also es gibt viele Möglichkeiten, wir können auch das, was ich eben sagte, er hat das in seinem Garten als zweiten Schritt gemacht mit Fäden, also Schnüre, die er gespannt hat. Bitte? Nein. Die waren nicht getränkt, sondern er hat sowas Ähnliches wie dies hier oder wie diese Ecke mit dem Salz, hat er in kleinen Flaschen abgefüllt. EM, selber hergestelltes EM, Salz, das wäre also hier Triterramea, das wäre das plus Keramikpulver plus Kohle. Und dann da noch so eine Knopfbatterie dran gesetzt, um also diesen Impuls hochzuhalten, wie eine Batterie. Und das hängt er an den Stab und verbindet das einmal rund ums Feld. Und diese Energie, die in dieser Flasche steckt, diese EM-Schwingung, die wird nun einfach nicht von einem Draht, sondern von einem ganz normalen Seil übertragen. Und so hat er natürlich ein Feld. Bloß erstens sieht es ein bisschen komisch aus. Was sagt der Nachbar? Ist er jetzt völlig, ne, wenn da lauter Schnüre um das Feld rum sind, also da hat man also dann schon, und man kommt nicht mehr gut rein in das Feld. Man muss dann durch seine eigenen Stäbe klettern. Da hat er gemerkt, da muss man was anderes finden. Und dann sind sie zu solchen Lösungen gekommen, wo man das nicht muss. Was interessant hieran ist, dadurch, dass die in der Erde versenkt sind, ist dieses Schwingungsfeld auch im Boden. Und er selber schreibt, das müsste jetzt jeder für sich ausprobieren, Maulwürfe und Wühlmäuse mögen diese Schwingung nicht, die verschwinden dort. Regenwürmer selbstverständlich. Das ist auch interessant. Alle, ganz am Anfang in seinem allerersten Buch, fand ich faszinierend, hat er geschrieben, Insekten, die Pflanzen anstechen, haben ein anderes Schwingungsfeld als EM. Aber die andere Insekten fressen, die haben die gleiche Resonanz. Das heißt, Marienkäfer, die leben für EM, ist genau die gleiche Schwingung, die kann ich dadurch stärken. Aber die Läuse, die mögen das nicht so recht.
obwohl ich kann mit EM die Läuse nicht umbringen. Wenn ich das unbedingt will, dann muss ich regelmäßig mit EM sprühen, dass die Eier der Läuse fermentiert werden. Denn EM schafft immer einen Fermentationsprozess. Das geht. Dann habe ich auf einmal keine Läuse mehr, quasi schlagartig, weil die Alten sterben und die Jungen sind nicht gekommen, weil die Eier fermentiert sind. Das kann man ja mal ausprobieren, aber es ist ein mühseliges Geschäft. Immer die alle finden und naja. Aber es geht. Das ist durchaus möglich. Also, in der Erde hat man unten auch noch das. Aber Regenwürmer, die ganz im Gegenteil. Es entbindet uns aber nicht, dass wir auf dem Feld mit EM arbeiten, mit organischem Material, dass wir natürlich alle Chemikalien und künstlichen Mittel da weglassen. Denn das ist das, was das Bodenleben braucht, organisches Material. Und die Schwingung, die ich jetzt erzeuge in dem Feld, die verstärkt das Ganze. Es ist nicht so, dass ich auf alles verzichten kann. Das nicht, weil klar, die Pflanzen brauchen ja auch Stoff, Material. Das ist eine interessante Sache, die ich jetzt reingenommen habe, weil mich das auch selber gerade in diesen jetzt neuen Situationen mit Strom und Energie bei uns im Land, hat man ja doch gewisse Schwierigkeiten. Und da fiel mir mal wieder auf, was Higer erzählt hatte. Er hat mal so eine kleine Geschichte, hat er sogar irgendwo aufgeschrieben, fragen Sie mich genau wo, ob ich das jetzt auch haargenau wiedergebe, wie er es gesagt hat, nageln Sie mich nicht fest. Aber er hat alle möglichen elektronischen Geräte in seiner Wohnung mit EM versehen, weil er ja wusste, die Elektronen fließen schneller. Wenn die schneller fließen, dann brauchen die elektronischen Geräte weniger Strom. Und dann hat er das gemessen, kann man ja machen, und hat gemessen, er braucht 20-30% weniger Strom. Dann hat er seinen Elektrohändler getroffen und hat ihm das erzählt. Ich dachte, das ist Quatsch, das gibt es nicht mit deinem EM, nee, das kann nicht sein. Und hat er gesagt, mach das mal selber, probier das mal selber aus. Und hat er gesagt, okay, gib mir das alles, was ich da machen muss. Und dann hat er das selber probiert und nach einiger Zeit trafen die sich wieder und dann sagte er zu Professor Higer, hör mal zu, was du mir erzählt hast, das stimmt ja überhaupt nicht. Wie, das stimmt nicht? Ich spare über 50%. Das heißt, es lohnt sich, da was zu machen. Und dazu habe ich was mitgebracht, was ich jetzt einmal rundgebe, nämlich, das sind die Beispiele, was man alles machen kann. Wer pfiffig ist, findet sicherlich noch mehr. Das erste, kennt einer das? Da eine Person, die andere nicht, dann will ich das kurz erklären. Das sind heute schwer zu findende Kinderstecker, die man in seine Steckdose reinsteckt, dass die Kinder nicht reinfassen. Und auf der Rückseite sind so ein paar, keine Löcher, die durchgehen, sondern nur so kleine Öffnungen, wo man dann einen Stecker reinschiebt, verkantet und das Ding wieder rauszieht. Die haben wir genutzt, um auf der Rückseite Keramikpulver, was mit Kunstharz gemischt ist, einzufüllen. Und dann trocknen zu lassen. Und das gebe ich jetzt mal rum, kann jeder sie angucken. Da ist jetzt permanent Keramikpulver integriert. Und das schiebe ich in meine irgendwo in einem Stromkreis in die Steckdose oder in eine Verlängerungsschnur, die ich nicht brauche oder wo noch ein paar Stecker frei sind. Also irgendwas, wo ich es nicht benutzen muss. Und sofort in der Sekunde habe ich den ganzen Stromkreis harmonisiert. Das heißt, die Elektronen sind ausgerichtet, ich spare Strom und, was natürlich eigentlich der Ursprung ist für diese Entwicklung, den Elektrosmog, dieses elektromagnetische Feld um alle Leitungen, was Leute, die empfindlich sind, belastet, sehr belastet zum Teil, das wird harmonisiert. Das ist zwar messbar noch da, aber Sie können jetzt kinesiologische Tests machen, die Leute sind sofort. Wenn das in der Leitung ist und Sie haben dann so ein Stromkabel in der Hand, stark wie eine Wand. Das heißt, es schädigt nicht mehr. Das heißt, Elektrosmog wird vermieden. So, jetzt gebe ich den einmal rum. Wiedersehen macht Freude. Ich habe da nur noch ganz wenige von. Wenn man sich ein bisschen auskennt, kann man das machen.
Ja, man kann das damit machen oder man denkt sich selber was aus. Hieger hat auch gesagt hier, Moment, das ist der dritte Punkt, Keramikpulver. Das habe ich hier, können Sie hier kaufen in, ich weiß nicht, vielleicht sogar verschiedene Mengen oder nur in dieser Menge. Man braucht eigentlich nicht viel. Ich habe das zu Hause nach Higers Tipp in so kleine Tütchen abgefüllt. Und so viel bräuchte man vielleicht gar nicht, vor allem kleinere Tütchen, aber ich hatte nur dieses. Und das kann ich jetzt in meinen Sicherungskasten stecken. Und damit habe ich alles, was damit zusammenhängt, schon informiert. Das heißt, ich spare dann im ganzen Haus schon mal Strom. Ich kann das natürlich auch auf die Elektroleitung, die ins Haus kommt, auflegen. Passt sogar ganz gut, würde ich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr nehmen, das dann fest umwickeln, irgendwie, dass das da fest drauf ist und das ist permanent, das hört nicht wieder auf. Also da kann man eine ganze Menge machen. Anfangs, als habe ich in Fotos in japanischen Zeitungen öfter gesehen, dass sie ganz schicke Systeme gefunden haben, um diese Pipes miteinander zu so Matten zu verbinden und dann um Rohre zu legen. Also Wasser, Gas und so weiter. Das gleiche kann man natürlich mit dem Keramikpulver und Farbe machen. Über die Rohre streichen. Oder Kabel. Elektrik. Also da kann jeder ausprobieren und wer auch noch jemanden kennt oder selber in der Lage ist zu testen, was spare ich da überhaupt und so, der kann das machen. Also, reden, mit anderen Erfahrungen austauschen, machen. Dann hat man nicht nur eine wunderbar gesunde Wohnung. Hieger sagt, mache ich eine EM-Wohnung, werde ich nicht wieder krank. Das ist doch schon mal eine schöne Aussage. Und wenn ich dann noch Strom sparen kann in der heutigen Situation, ne, mehr wollen wir gar nicht. Oder ein bisschen mehr. Das ist nochmal nur Bilder dazu. Ich habe vorhin versprochen, Higers Feldumrandungen, so sah das am Anfang aus. Das ist jetzt, er selber hat einen Garten, das war ein, in der Stadt ein Parkplatz, der nicht befestigt war. Und den konnte er pachten oder kaufen und hat gesagt, miserabler Boden, festgefahren über Jahre oder Jahrzehnte, da mache ich mein Paradies des blauen Himmels, und die geben ja ihren Häusern und Gärten immer Namen. Und das hat er da gemacht. Da wachsen heute richtige Bananendschungel und er macht die tollsten Sachen da. Immer mit über 80 ist er da noch und gibt da Salz auf die Bananenstrünke und gießt da EM drüber und macht Kräuteransätze mit EM und so weiter. Also er ist immer ein Praktiker, wenn man ihn mal erleben kann. Das Schönste ist, man geht mit ihm irgendwo in Felder oder in den Garten. Und was der sieht und was der für Tipps geben kann, genial. Zum Abschluss möchte ich nur noch mal etwas erklären, was Higer sehr wichtig ist. Was sehen wir hier? Ganz deutlich, unten kann man es lesen, einen Kreis von 354 Kilometer um die Insel Okinawa. Okinawa ist diese Insel. Die ganze Inselgruppe, alle diese Pünktchen, die da innerhalb liegen, aber auch noch diese außerhalb, das sind die Ryukyu-Inseln. Da war es ein eigenes Königsreich. Die haben auch eine Weile überlegt, nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, ob sie überhaupt zu Japan kommen wollen. Das heißt, die fühlen sich ein bisschen besonders. Na, ich will jetzt nicht sagen, die Bayern von Japan, aber... Nein, nein, nicht ganz so, denn die haben ja viel Wasser um sich rum. Aber da kann man sich vorstellen, aber worum es hier geht, ist etwas Größeres als mein kleines Zimmerchen, mein kleiner Magen, mein kleiner Garten, mein kleines Städtchen, sondern ihm ist hier gelungen, oder ihm und seiner Gruppe von Leuten, mit denen er zusammenarbeitet, dass sie ausgehend von zwei Gebäuden, wo eine hohe EM-Energie herrscht. Das eine ist eine kleine Fabrik, in der das EMX-Gold hergestellt wird, was es hier auch gibt, können Sie sich noch angucken. Und das andere ist ein großes Hotel, was früher das Hilton der Amerikaner gewesen ist, auf einem Hügel über dem Meer.
Und das hat 15 Jahre leer gestanden. Und Hieger hat das günstig gekriegt und hat das ganze Ding mit EM, das sind 150 Zimmer oder sowas, gewaltig. Ich bin da zweimal gewesen, da gewohnt, das ganze Ding mit EM saniert und alles ausgebessert und Putz und Kleber und alles mit EM von oben bis unten. Interessant ist zum Beispiel so eine Aussage, wo Leute gesagt haben, oh, haben Sie schon gestrichen? Nee, sagte er, wir haben nur mit EM gesprüht. Das heißt, der ganze Dreck, das ganze Ding hat auf dem Berg wieder angefangen zu leuchten, nachdem sie da Tonnen von EM außen zur Reinigung gesprüht haben. Gut, diese beiden Gebäude sind 20 Kilometer ungefähr auseinander und ihnen ist es gelungen, die EM-Energie ausgehend von diesen beiden Gebäuden auf das Stromnetz von Okinawa zu legen, sodass das, was wir jetzt mit diesem kleinen Stecker zu Hause in meinem eigenen Stromkreis machen, für das Stromnetz von Okinawa. Und anfangs waren es ein Kreis von 50 Kilometer, wie das gestrahlt hat. Mittlerweile sind es eben über 350 Kilometer, wie so ein Dom über der Insel und über der Welt. Und so berichtet Hieger alle ein, zwei Monate, fast in jedem Bericht, den er über irgendwas schreibt, auch, was er jetzt beobachtet. Er geht ja immer vom Ergebnis aus. Das heißt, er berichtet, er nimmt Artikel aus Zeitungen, die er gefunden hat, wo Leute über Vögel berichten, die seit vielen Jahren nicht mehr aufgetaucht sind auf der Insel oder auf kleinen Inseln am Rand. Zugvögel, die immer weggezogen sind über Japan bzw. über Okinawa oder über besondere Pflanzen, die besonders gut wachsen. Er berichtet über Schüler, die bessere Noten haben. In ganz Okinawa haben alle Schüler bessere Noten, sagt er dann. Oder die Autos sind alle sauberer in Okinawa. Ja, eigentlich ist es ja logisch. Wir haben über dieses Fensterputzen gesprochen. Wenn ich jetzt in der ganzen Luft um mich herum diese Energie habe, Antioxidation, rostet weniger, Deionisation, Sachen werden nicht so schnell dreckig. All das habe ich ja geschenkt. Und natürlich die Landwirtschaft. Da schreibt er dann immer wieder, ja, da haben wir jetzt, die haben so und so viel mehr geerntet und da wieder ein bisschen mehr. Das ist sehr typisch für Hieger. Was ich aber wertvoll finde, ist zu zeigen, es geht. Wenn wir mit EM weitermachen, EM weiter verbreiten, dass auch Leute, die was zu sagen haben, auf diesen Feldern, zum Beispiel Elektrizität, dass die tatsächlich irgendwo mal Versuche machen, weil das tut ja erstmal, du musst nichts verändern. Du klebst dann nur irgendwie EM auf irgendwas und guckst, was passiert. Das heißt, da, wo die sind, müssen wir hin. Ich würde mal einen Tipp geben für den Privaten, weil wir gesagt haben, im Kleinen. Ich habe in meinen Vogelhäuschen, im Vogelfutter, 1%, also 1 Volumenprozent Triaterra-Streu diesen Winter eingemischt. Und die Vögel haben das mit Wonne genauso weggefressen. Und man sieht ja auch praktisch, wenn man das auf dem Auto hat, dass den Vögeln das einfach wirklich besser geht. Es kommen auch viel mehr Vögel. Ja. Also die fühlen sich noch mehr angezogen von dem Futter, weil ein Nachbar hat ja auch ein Futterhäuschen, aber der hat keinen Streu drin. Also, und dann ist der Spruch, wie Sie sagten, im Kleinen, an der Mauer steht ja, viele kleine tausend Dinge können die Welt doch ganz riesig verändern. Und selbst wenn wir hier 1%, wirklich, man darf sich ja nicht ausrenken, man hat 1 Kilo Vogelfutter, was man die Woche rausgibt und jetzt sitzen hier, ich sage jetzt mal 50 oder 100 Leute und die nehmen davon einen Esslöffel nur und packen das rein. Und dann muss man das hochrechnen auf unsere Welt, auf alle, ne? Und dadurch können wir doch wir viel verändern. Marco und ich, wir haben gestern Abend ganz viel über alte Zeiten gesprochen. Wie haben wir uns kennengelernt? Wie war das da? Was immer wertvoll war, waren Veranstaltungen wie diese. Weil alle, die hier rausgehen, gehen raus mit einem starken Gefühl. Jetzt mache ich ganz viel mit EM. Und dann geht man nach Hause, wie war das nochmal? Habe ich das? Muss ich das bestellen? Und soll ich das? Und dann kommen wieder Tagesprobleme und so. Deswegen gucken, dass man immer wieder solche Gruppen hat. Kleine Stammtische, kleine Runden. Gucken, dass sie sich organisieren, dass man sich gegenseitig stützt und sagt, Mensch, ich habe das ausprobiert.
Ist doch toll, wenn man was austauschen kann mit jemand anders. Also im Gespräch bleiben und nächstes Jahr wiederkommen. Dann machen wir das nächste. Vielleicht hat sich wieder irgendwas Schönes ergeben oder wir gehen zurück zu alten Zeiten und erzählen, wie war das früher. Egal, aber das Schöne ist, wenn man mit jemandem über EM redet, egal ob ich das bin, der das schon lange macht oder jemand, der gerade angefangen hat, jeder lernt in jedem Gespräch was dazu. Weil jeder hat einen anderen Blick auf die Welt, hat andere Erfahrungen und es gibt ja keine Erfahrung, keinen Lebensbereich, wo EM nicht irgendeine Rolle spielt. Das kann den Nachteil haben, dass Leute auf einer Party sagen, oh, jetzt kommt der schon wieder. Das kenne ich. Deswegen im Freundeskreis klammere ich das aus. Es sei denn, einer fragt mich danach. Aber dann lege ich los. Ganz herzlichen Dank, dass du zu uns gekommen bist und dass